Also für mich war das große Ziel, dass ich wieder zurückkomme an den Berg. Mit der Rodel oder mit dem Ski, das war mir immer egal. Ich lebe am Berg und ich bin am Berg zu Hause. Und das war für mich wichtig. Ich bin der Andi Kapfinger und die Berge sind für mich Motivation, Antrieb und mein Arbeitsplatz. Also an dem Tag, wo ich meinen Unfall gehabt habe, da war eigentlich alles gut. Es war Showspringen, das war ein Reiz und ich wollte natürlich, da waren ein Haufen Leute beim Zuschauen und ich wollte natürlich mein Bestes geben. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach verkantet am Tisch und dann bin ich im Kopf-Brustbereich gelandet und habe mir natürlich Wirbel gebrochen im Brustbereich und habe dann natürlich jetzt auch den Querschnitt. Wie ich in den Rollstuhl gekommen bin, habe ich immer noch gehört, was ich nicht mehr kann. Und das hat mich unglaublich gestresst. Und dann habe ich gedacht, nein, so funktioniert das nicht. Ja, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich gar nicht nachkomme, was ich alles machen kann. Na, den Berg war ich nie böse, nein. Ich habe ihn vermisst und ständig immer die Sehnsucht zum Berg immer gehabt und immer geschaut, dass ich da relativ schnell zurückkomme. Ja, ich habe geschaut, was für Sportarten kann ich machen. Wo ist mein Herz? Am meisten dahinter und wo kann ich wirklich Weltspitze werden. Ich wollte einfach was erreichen. Dann war die Wahl relativ schnell klar, Monoski, da geht's weiter. Ich bin auch mit den richtigen Leuten dann zusammengekommen und habe dann angefangen, die Tiroler Meisterschaft zu fahren und bin ein kleines Ziel gekommen, was ja nicht selbstverständlich ist immer bei mir. Und dann ja, über Staatsmeisterschaft, über den Europacup haben wir in den Weltcup qualifiziert. Auf den Weltmeisterschaft fahren dürfen und dann schlussendlich auch 4 Paralympische Spiele. Das hat mich ständig motiviert und das hat mir Kraft gegeben. Und es hat mir, was in der Zeit ganz wichtig war, es war ein Ziel da. Weil es nicht selbstverständlich ist, dass ich als Rollstuhlfahrer mich am Berg frei bewegen kann. Also wenn ich meine ganzen 7 Sachen zusammenpacke und die dann an den Berg fahre, existiert eigentlich links und rechts nichts mehr. Ich befreie mich in dem Moment. Ich fühle mich am Berg nicht behindert. Da ist absolut neutral. Dem ist es komplett egal, was ich mache. Wie eine Freundschaft, der was mir eigentlich mehr gibt, als man nimmt. All die Berge, die ich kennengelernt habe, wunderschön, aber es gibt nur die Berge in Tirol und für mich gibt es da gar keinen Kompromiss. Also ich könnte auch in Kanada leben, aber nur mit den Tiroler Bergen, die kann ich leider nicht mitnehmen.